Karin Weißenbacher zu Gast im Bunker D. In Trevista hat die deutsch-brasilianische Malerin und Bildhauerin Karin Weißenbacher ihre Ausstellung im Bunker D der Fachhochschule Kiel genannt. Sie ist eine Einladung zum Dialog und Zwiegespräch mit den ausgestellten Werken. Über 40 Exponate hat Weißenbacher aus ihrem Atelier in Barmstedt nach Kiel gebracht, um einen großen Spannungsbogen zwischen Bildhauerei und Malerei zu zeigen. Woher bekommen Sie Ihre Inspiration für Ihre Kunstwerke? Ja, die Inspiration kommt irgendwie immer von oben, würde ich mal so sagen. Und ich glaube, es ist das Leben, was mich inspiriert. Die Geschichten, Erlebnisse, Impulse greife ich auf. Und damit beschäftige ich mich dann. Darunter Bilder in Öllasur auf unterschiedlichen Hölzern. Zentrales Medium ihrer bildhauerischen Werke ist das Material Ton, mit dem sie in freier Modelliertechnik ihre figürlichen Arbeiten formt. Also ich liebe es, mit Ton zu arbeiten, immer wieder. Das ist einfach wunderbares plastisches Material, mit dem ich sehr gern in dreidimensional arbeite. Ich komme immer wieder auf den Ton zurück. Ich arbeite aber auch mit Stahl, mit Granit. Ich mache Abgüsse. Ich arbeite sehr viel und sehr gerne mit Farben, mit Ölfarben, mit Schlagmetallen. Und das ist bei mir auch immer so ein fließender Übergang. Also die Bildhauerei und die Malerei ist für mich... Das sind ja zwei Disziplinen, aber es gibt da bei mir ganz schwimmende Übergänge, wo eins ins andere übergeht, was man hier auch ganz schön sehen kann. Wie sind Sie auf den Namen der Ausstellung gekommen? Ja, also Entrevista ist aus dem Portugiesischen entlehnt und macht so ein bisschen aufmerksam auf das Spannungsfeld, in dem ich mich bewege. Ich hab deutsch-brasilianische Wurzeln und Entrevista ist ein bisschen vieldeutig. Auf Deutsch könnte man Gespräch sagen oder Dialog, vielleicht romanisch, aber Entrevista kann auch Interview bedeuten und das könnte der Dialog der Figuren zueinander sein, zu den Bildern. Das ist aber auch der Dialog zwischen Betrachter und dem Kunstobjekt. Mhm. Sie sagten ja selber, Sie kommen aus Brasilien und da fragt man sich natürlich, was machen Sie hier im kalten, deutschen, dunklen Bunker in Deutschland? Ja, also ich bin ja in beiden zu Hause und nirgendwo wirklich beheimatet. Das ist immer so ein bisschen, immer zwischen den Welten zu sein. Also in Brasilien bin ich dann eher deutsch und hier bin ich eher brasilianisch. Ich liebe beides. Also ich mag diese ausgeprägten Jahreszeiten hier. Ich mag die Sonne drüben, ich mag die Sprachen und auch nicht nur diese beiden, sondern bin gerne an vielen Orten auch. Mhm. Wie sind Sie auf den Bunker aufmerksam geworden? Das kam durch eine Freundin, durch eine Kieler Künstlerin, durch Uschi Koch. Die hat mich eingeladen, hier herzukommen und das war vor 2 Jahren. Und seitdem bin ich immer wieder gerne hier und freue mich auch super, dass ich hier jetzt selber ausstellen darf. Ja, wir stehen hier neben einer Ihrer Kunstwerke. Was können Sie denn dazu sagen? Aus was für Material besteht das?
Das ist eine Großplastik aus Ton. Also es ist gebrannter Ton, der dann mit den Händen modelliert wird, wird dann bei 1200 Grad gebrannt. Er hat dann erstmal eine weiße Farbe und dann habe ich den in diesem Fall mit Schlagkupfer, mit Blattkupfer belegt und das fixiert und dann bin ich da noch mit Pigmenten drüber gegangen, sozusagen, ob das dann so als Patina heißt es dann im Katalog. Und das schillert in vielen Farben, also es ist auch wirklich Kupfer, was hier so in dieser Beleuchtung so ein bisschen funkelt und so ein bisschen geheimnisvoll, ist das Ultramarinenpigment. Erinnert mich so ein bisschen an so eine ägyptische Katze. Kann das sein? Haben Sie da so ein bisschen Vorlage? Ja, genau. Vorlage nicht, aber Inspiration. Sie ist die Bastet bestimmt, diese ägyptische Familiengottheit, aber hat die Form eines Pumas, finde ich. Also sie hat nur drei Zehen. So ein bisschen Fantasiefiguren sind bei mir ja immer. Es ist eher so die Haltung, aber es ist eine Wächterfigur. Ja, besten Dank erstmal. Ja, denn meine letzte Frage, wollen Sie den Zuschauern was mitteilen? Haben Sie eine Message? Ja, ich habe auf jeden Fall, teile ich ja was mit durch meine Ausstellung. Das sind ja meine Botschaften, sind sozusagen die Figuren und sind auch die Bilder. Ja, wenn ich das jetzt in Worte fassen könnte, würde ich das natürlich auch sagen, aber man kann, das ist ja auch so ein bisschen im Titel, einfach schauen, man kann gucken, das auf sich wirken lassen und ich freue mich, wenn das Impulse setzt. Man vielleicht über sein eigenes Leben auch was reflektiert, das, was lebendig dann ist in der Kunst. Das ist so vielleicht die, auch eine der Botschaften. Ja, besten Dank. Die Ausstellung Entre Vista ist vom 5. September bis zum 2. Oktober 2019 mittwochs während der regulären Öffnungszeiten im Bunker D der FH Kiel zu sehen.